Große Freude. Jede Menge Überraschungen. Diese positiven Erlebnisse, die wir jetzt alle geteilt haben, die Erfahrungen, die ausgetauscht wurden. Die Freude am Singen, auch die neuen Ansätze durch die verschiedenen Medien. Klar, kann man das machen. Also ich habe alle Varianten durch. Ich habe auch versucht, mal so Sachen zu machen, dass man in der Probe jedem ein einzelnes Mikro vor die Nase stellt. Das geht ja auch. Ja, ich fand es super anregend, was ich heute gehört habe und erfahren habe. Unter anderem mit dem offenen Singen und wie man Leute, also Sänger, richtig super motivieren kann. Also ich nehme einige Einsingeübungen mit und neue Bekannte, die ich heute kennengelernt habe. Wo, wenn nicht hier oder auf vergleichbaren Stammtischen, kommen Menschen zueinander, die alle eigentlich mehr oder weniger das gleiche Thema bearbeiten und die gleichen Probleme haben? Und wir führen sie mit solchen Tagen zusammen und geben ihnen den Raum, um über die großen und kleinen Probleme ihres Alltags zu sprechen. Vom heutigen Chorleitertag nehme ich mit, dass wir uns endlich mal wieder alle getroffen haben, dass wir unsere gemeinsamen Probleme ausgetauscht haben, aber auch gemeinsam gesehen haben, dass wir eigentlich an der gleichen Sache arbeiten und dass wir gemeinsam die nächsten Probleme und Herausforderungen viel, viel besser in den Griff bekommen, als wenn man es ganz alleine machen würde. Ich war heute, glaube ich, sehr überrascht über die Vielfältigkeit von kleiner Kinderchorarbeit oder Jugend- und Kinderstimmbildung bis hin zur Profiarbeit am Ende. Die Mischung fand ich sehr speziell und sehr besonders. In diesem Jahr war der Chorleiterinnen-Tag ja der Start wieder. Und ich glaube, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass die nächste Runde Chorleiterinnen-Tag wirklich Corona hinter sich gelassen hat und dementsprechend auch mehr Chorleiterinnen und Chorleiter wieder mitmachen und sich zusammenschließen, auch im Austausch über das gemeinsame Singen in dieser Stadt.